Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir waren beim letzten Mal hier, haben versucht, ein paar Leute zu retten. Das hat leider nicht so geklappt, wie wir uns das erhofft hatten. Und wir sind jetzt hier dennoch, so cool wie wir sind, weiter hier im Laborbereich unterwegs. Wollten beim letzten Mal zum Hafen raus, allerdings ist da eine Barriere, die es verhindert, dass wir hier wegkommen quasi. Und wir müssen jetzt irgendwie die dritte Energie benutzen, das wonach die hier also forschen, um diese Barriere wegzukriegen und hier rauszukommen. Und dazu waren wir beim letzten Mal hier in diesem Laborbereich, haben uns ein bisschen weiter erkundet und wir stehen jetzt hier vor dieser Tür. DDK-Schloss, Leute. So, direkt ein Rätsel. Direkt ein Rätsel am Anfang. So, schaut mal da. Das ist jetzt nämlich wieder eine andere Struktur. Das heißt, es geht jetzt wirklich schwierigkeitsmäßig schon nach oben. Das heißt, wir begeben uns schon in sehr geschützte Bereiche, muss ich mal sagen. Und aber das Rätsel da, das ist eigentlich auch simpel. Diese Zahlen, die da stehen, sind einfach auch Buchstaben im Alphabet. 4 ist zum Beispiel das D, die 15 ist das O, glaube ich. Und F und G müssen wir raushalten. Also, dann gehen wir mal durch. 4 ist die 15. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. 15 ist das O. 3 ist das C. 15 ist O. P, Q, R, S, T. Doktor. O. P, Q, R. Ja, Doktor. Aber es geht ja noch weiter. A, B, C, D, E, F ist raus. 11. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Ein K. Doktor. 18. Nee. Ich war bei der 11. H, I. 8 ist das H9I. Ah, Dr. Kirk oder was? 18. Das hatten wir doch. 18 ist das R. Ja, Dr. Kirk. Ah, okay, Leute. Dr. Kirk. Ha, seht ihr das? Und schon können wir hier in diese mega gesicherte Tür rein. Ein Durchgang. Also. Okay. Wow. Oh Gott, was ist das denn für eine Mucke? Ein langer Gang. Was ist das für eine Mucke, ey? Was ist das hier? Eine zu, aber hier ist irgendwas. Ein Schlitz für einen Schlüsselchip. Auf ihm steht die Zahl 0392. Ihr erinnert euch, Leute, in der letzten Folge haben wir zwei Schlüsselchips überschrieben. Diese beiden. Mit den beiden verschiedenen Mustern, dieses Rätsel, was wir da gelöst hatten. Und jetzt haben wir auch den Sinn dahinter verstanden, damit wir nämlich hier reinkommen. Das ist schon krass hier. Krasser Bunker schon irgendwie, ey. Da ist noch ein Bereich zugesperrt. Das heißt, wir müssen hier den anderen reintun. Oh mein Gott. Leute, was haben die hier versteckt? Boah, sieht schon krass heftig aus hier. Das sieht schon heftig aus. Wo dringe ich hier gerade ein? Täubung damit. Irgendwo dringe ich hier gerade ein. Ein Sensor, der das Klima im Raum überwacht. Irgendwo dringe ich hier gerade ein. Ist noch eine Tür. Boah, 5 Türen, um hier reinzukommen. Dritte Energiebereich B2. Oh, Cutscene. Located the main generator of the third energy. Great. See if you can activate it.
Aha, Leute, dritte Energiegenerator. Oh mein Gott, was ein Riesending. Oh, Leute. Aber wartet mal, ich muss mal gerade, ich habe hier wieder einen blöden Soundtrack. Wartet mal gerade. Ich habe hier wieder so einen miesen Soundbug hier drin. Mann, Leute, das nervt langsam. Gehst du weg? Gehst du weg? Das ist doch... Danke. So. Dankeschön. Mein Gott, immer bei so Cutscenes oder so. So, Leute. Gehen wir wieder zu dieser dicken, fetten Maschine da draußen. Wieder rein hier, los. Dritter Energiebereich. So, Leute. Schaut euch dieses fette Teil an. Das ist ja nicht mal ein Generator. Riesenraum? Das ist ja nicht mal ein Generator. Allerdings muss ich jetzt selber mal überlegen. Den müssen wir auf jeden Fall aktivieren. Hier, das hier war doch... Drück mal den Knopf, bitte. Genau, das ist die Brücke, Leute. Und, genau, wie wir den jetzt aktivieren, da bin ich mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Auf jeden Fall, Leute. Müssen wir. Was war das denn? Hab ich mich erschrocken, ey. Müssen wir dieses Ding aktivieren? Ihr seht, da unten ist auch noch ein Bereich. Da müssen wir aber jetzt erstmal nicht hin. Ihr seht hier System locked. Was ist das hier? System locked. Das Steuerfeld, das den dritten Energiegenerator aktiviert. Willst du es bedienen? Mach mal. Preparation procedure incomplete. Wär zu einfach gewesen, ne? Wär zu einfach gewesen. Willst du den Knopf drücken? Passiert nichts. Vor dem Drücken des Knopfs müssen Sie Vorbereitungen treffen. Genau, Leute. Das heißt... Ich habe hier wieder einen Soundbug drin. Ich werde nicht mehr. Ich kann hier nicht normal... Oder? Ja, ich kann hier nicht normal erkunden. Ey, das ist doch so... Ach, Mann. Das ist so kacke. Ich muss wieder zurück. Ich habe da wieder einen Soundbug drin. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Aber so lernen wir noch diesen Gang hier kennen. Und da habe ich mal ein bisschen Zeit, euch zu fragen, wie es euch geht. Also mir geht es, wie gesagt, sehr gut. Und da hört ihr den Soundbug. Genau, danke. So, direkt wieder rein da raus. Ich will weiter erkunden da. So. Weiter geht's hier. Mann. Dumme Soundbugs. So. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter hier mit unserer Erkundungstour in der, im Zentrum der Einrichtung. Hier schaue ich das an, wie high-tech das ist. Ey. Ach so, Leute, diese Tür hier. Von der anderen Seite verschlossen. Das heißt, wir können mal nicht weiter. Allerdings, wie gesagt, muss ich erstmal gucken, wie das nochmal war mit dem Generator. Auf jeden Fall ist hier nochmal eine Tür. Genau, das ist auch der einzige Weg. Okay. Dritte Energiesteuerzentrale. Das ist schon heftig, da will man aber auch nichts kaputt machen. Also, das ist schon ein krasser Bereich. Ein Steuerfeld für das Terminal, das den Generator steuert. Okay. Jetzt habe ich hier wieder einen Sound. Ist jetzt egal. Kommt. Terminals, die den Generator überwachen. Sie werden dazu benutzt, in Echtzeit zu überwachen, wie der Generator arbeitet. Ah, Monitoring, also wenn das Ding läuft. Okay. Was haben wir hier? Ein Stecker. Okay. Was ist das hier? Kugelsicheres Glas aus Flüssigkristall.
Man kann nicht hindurchsehen, da es momentan im Rauchmodus ist. Oh mein Gott. Sowas gibt's ja heutzutage noch nicht mal. Diese Hightech hier. Naja, gut. Auf jeden Fall ist die Musik hier ziemlich beunruhigend. Okay. Also, wo sind wir hier überhaupt? Bereich B2. Ah, okay. Eine Tür ist da. Gut. Da ist auch die Tür. Aber erstmal hier. Was haben wir denn hier? Das ist eine Memo, eine Akte. Titel: Anleitung zum Generator. Willst du sie lesen? Ja, bitte. Wie der Generator aktiviert und gesteuert wird. Erstens, bereiten Sie die Aktivierung mit dem Hauptsteuerfeld im oberen Bereich der Steuerzentrale vor. Zweitens, begeben Sie sich zum B3-Bereich des Generators, um einen Initiator einzusetzen. Ah, okay. Upsala, nein, noch weiter, komm, hier wieder rein. So. Drittens, benutzen Sie das Steuerfeld nahe des Initiators, um den Ansaugschaft mit dem Generator zu verbinden. Ist das denn? Okay. Viertens, gehen Sie zum B2-Bereich, den Stabilisator einsetzen. Fünftens, aktivieren Sie den Generator. Also eigentlich ein ganz einfacher Workaround. Ne? Eigentlich ein ganz einfacher Workaround. 6. Gehen Sie in die Steuerzentrale und regeln Sie die Abgabe in der unteren Ebene. Wenn der Generator aktiviert wird, muss der Doktor zugegen sein. Um Unfälle zu vermeiden, geht der Generator nur mit der ID-Karte von Dr. Kirk online. Okay. Das hier wahrscheinlich, ne? Ein Terminal, das den Generator steuert. Und es bedienen. Nochmal Safe State, aber ja, glaube. Uiuiuiuiui. Ui, was habe ich Error. Preparation procedure incomplete. Aha. Announcement. Power for generator is disconnected. Aha. Also kein Strom. Verstehe. Also. Verstehe. Also hier können wir noch nichts machen. Was ist das hier? Mit der Karte, die du jetzt hast, kannst du den Fahrstuhl nicht bedienen. Ah, also wir müssen also tatsächlich diese ID-Karte zu Dr. Kirks ID-Karte machen. Oh mein Gott, großallmächtig. Also wirklich. Okay. Eine Anzeige des Terminals, das den Generator steuert. Aber hier noch? Das ist ein kleines. Ein Steuerfeld für das Terminal, das den Generator steuert. Ah, was ist schon ein krasses Teil hier, muss ich sagen. Dann haben wir hier unten auch nochmal was. Dritte Energiesteuerzentrale. Okay. Was haben wir hier? Oh, hier sehe ich gar nichts. Okay, wir sind jetzt hier im unteren Bereich. Wow, okay. Ist auf jeden Fall ein Schrank, den wir verschieben können. Was haben wir da drunter? Was ist das? Hey. Ah. Verstärker. Ja, brauche ich eigentlich nicht, aber nehme einfach mitkommen. Was ist das hier? Die Hauptkonsole zum System locked. Die Hauptkonsole zur Steuerung des Generators. Sie kann nicht bedient werden, da das System gesperrt ist. Boah, das ist echt. Hui. Hochkomplex hier, das Ganze. Oh, Forscheraufzeichnungen. Willst du sie lesen? Ja, les mal. Seit ich dieser Abteilung zugewiesen wurde, habe ich lediglich Simulationsdaten des Generators geprüft. Ein mäßiger Student könnte das erledigen. Warum will Kirk nicht, dass wir den Generator bedienen? Traut er uns jetzt etwa nicht zu? Geschrieben von O. Oh, okay. An O. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Da seine ID benötigt wird, um den Generator zu bedienen, ist er der Einzige, der etwas unternehmen kann, wenn es einen Unfall gibt. Aber warum haben sie dann nur seine ID eingerichtet? Naja gut. Ich verstehe noch nicht, was das Militär mit dieser idiotischen Maßnahme erreichen will. Geschrieben von N. Ich habe eine Idee.
Es geht um diesen Tom, der dem B1 erst kürzlich zugewiesen wurde. Er fragt mich oft nach unserer Arbeit. Ich denke mal, er kann meinem Charme nicht widerstehen. Warum laden wir ihn nicht in unsere Gruppe ein, damit er Kirk ausspioniert? Das sollte klappen, da es ihm leicht fällt, Vertrauen zu gewinnen. Geschrieben von B. Ach, der Tom. Der Tom, den wir da kennengelernt haben. Einer unserer Agenten. Der sich hier inkognito eingeschleust hat. Hat anscheinend gut gemacht, weil die das nicht gecheckt haben. Okay. An B. Denk doch mal nach. Hast du schon vergessen, wie sehr du versucht hast, Kirks Aufmerksamkeit zu erlangen? Bitte lerne etwas logischer zu denken. Zudem scheinen die männlichen sich neben der Forschung kaum für etwas zu interessieren. Okay. Vielleicht solltest du dem Nächsten, mit dem du dich anfreundest, die Wunder von Shampoo und Waschmaschinen bringen. Was? Geschrieben von C. Die Wunder von Shampoo und Waschmaschine. Sehr charmant. Sehr nettes Kollegium hier, ey. Also wirklich. Na gut. Zum Glück arbeite ich hier nicht. Was ist das? Karte B. Nutzlos. Brauche ich doch nirgendwo. Ich brauche überall die Steigstufe A-Karte. Ach. Doch, wartet mal. Doch, oder? B-Karte. Die Daten der Hauptkonsole werden hier angezeigt. Wenn die Hauptkonsole nicht funktioniert, kann das System von hier bedient werden. Okay. Wartet mal. Doch, oder? Ich könnte jetzt diesen Fahrstuhl bedienen. Dann mache ich das auch direkt mal. Die Frage ist, will ich das? Mit der B-Karte? Okay. Und die Frage ist, was soll ich mit dem Fahrstuhl jetzt? Warte mal, hier war doch irgendwo der Fahrstuhl. Hier. Die Karte benutzt. Dafür ist also die B-Karte. Okay. Der Fahrstuhl. Mit der Karte hier ist das, gelangst du auf die B3-Ebene. Nee, wofür? Muss ich erstmal nicht. Aber dafür ist also die B-Karte. Ah. Okay. Einfach nur für eine Abkürzung. Upsala, hab kurz einen Schluck aufgehabt. So. Gut, Leute, dann bleibt uns ja nichts anderes mit übrig, als hier hinten, wenn wir mal wieder rumgelaufen sind, diese Tür hier zu gehen. Ganz genau. Dritte Energieverteiler. Okay. Was haben wir jetzt hier? Es sieht auch... Dort drin ist Werkzeug zur Wartung. Okay. Was ist hier? Die B2-Bereichskarte ist an der Wand. Ah. Willst du die Kartendaten aufzeichnen? Ja. Die Daten wurden aufgezeichnet. Die Karte. Oh, ist ja nicht mehr viel, ne? Das ist ja nicht mehr viel. Okay. Was haben wir da ja, den Aufzug? Okay, mein Gott. So, Leute, dann. Oh, da liegt jemand. Schau mal da. Was ist mit der hier? Sie ist bewusstlos und liegt im Sterben. Ja, dann hilf ihr. Gib ihr ein Medipack. Gib ihr ein Medipack. Hallo? Regina? Oh, das wollte ich jetzt nicht, aber gut. Dann habe ich mich jetzt selber geheilt, aber nicht die Dame. Ja, toll. Tolle Wurst. Sehen, wie Geräte aus die Daten aufzeichnen, wenn der dritte Energiegenerator aktiviert ist. Aha, ist das hier? Die Schaltkreise stellen die Einstellung der Notstromversorgung dar. Im Moment ist sie auf die normale Energiequelle der Einrichtung gerichtet. Oha. Du kannst die Richtung, in die die Energie geleitet wird, auf den dritten Energiegenerator umstellen. Wollen wir das machen? Willst du die richtigen, willst du die Richtung umstellen? Ja, mach mal. Ich weiß nicht, ich mach einfach mal. Neues Rätsel auf jeden Fall, Leute. Wir haben hier wieder
So ähnlich wie in dem Computerraum auf Ebene B1. Hier dieses Linienrätsel. Ich glaube, so passt es sogar schon, ne? Ah, nee, Moment. Stopp. Geht das hier irgendwie back? So. Genau, dann muss das nämlich so rum. So rum, ah, das ist schon... Nee, auch nicht eigentlich. Wartet mal. Das ist schon anspruchsvoller jetzt. Nicht so. Dass das... Ah, wartet mal. Mitte, rechts, links. Das muss es sein. Das muss es sein. Hab ich doch... Ah, verdammt. Mitte, links, rechts. Sollte. Nee, auch nicht. Oh, das ist ein bisschen anspruchsvoller jetzt. Aber in Ordnung, finde ich auch mal gut. Finde ich auch mal gut. So, das muss aber richtig sein. So, das ist jetzt anspruchsvoll. So vielleicht? Ach, das ist doch nicht wahr. Das ist jetzt echt das erste Mal, dass ich hier an einem Rätsel hänge, ne? Okay. Gut, dann richten wir uns das mal um. Nee, aber dann ist unten in der Mitte... Wartet mal, und in der Mitte muss der hin. Das ist schon richtig so. Dann ist aber oben in der Mitte nichts. Hm. Das muss aber doch... Unten rechts. Wartet mal, unten rechts. Das ist gerade echt interessant. Ah, okay. Mitte. Rechts, jetzt hab ich's aber. Ne, immer noch nicht. Hä? Was soll das denn? Dann doch den hier so machen. Und dann den. Und dann den. Ah, okay, gut. Emergency Lockdown oder was auch immer. Die Schaltkreise stellen die Energie her, okay. Hier muss ich nichts mehr tun. Na, ja, das war schon interessant. Muni. Muni, Muni, Muni. Gib mir Muni. Wir rüsten uns weiter auf hier. So. Wir rüsten uns weiter auf. Auf was auch immer da kommt. Ist schon krass gerade, ja. Wachen in der Wachenschrank. Für die Mediziner kein Stecker. Gut, Leute. Dann Forschungsmemo. Lesen? Ja klar, nochmal lesen. Kirk hat seit kurzem alles vor den anderen Forschern versteckt. Ups. Das habe ich jetzt gemacht. Okay, damit kann man schnell raus. Naja. Vor den anderen Forschern versteckt. Das Personal des B1-Laborbereichs hat beschlossen herauszufinden, was Kirk und die Militärs vorhaben. Okay. Wir haben ein kleines Bandgerät in das Teilelager geschleust, in dem sie sich treffen. Das Gerät wird durch Schall aktiviert und nimmt dann automatisch auf. Krasses Teil. Will ich auch haben. Es kann die Aufnahmen auch abspielen. Womöglich ist das die beste Art, etwas herauszufinden. Wir benötigen Kirks ID, um uns den Generator anzusehen. Wir kennen bereits sein... Oh! Seine Registriernummer. Sie lautet 31415. Alles, was wir jetzt noch brauchen, um seine ID-Karte zu fälschen, sind seine Fingerabdruckdaten. Wo ich mir nicht sicher bin, ob wir die jemals von ihm kriegen, aber gut. Gut, Leute. 31415, also, okay. Maschinen, die vom dritten Energiegenerator erzeugte Energie steuern und lagern. Okay. Mehr davon. Was ist hier mit der Tür? Die Tür ist von der anderen Seite abgeschlossen. Ja,
Okay, Leute, dann gehen wir mal wieder hier raus. Ja, das wird auf jeden Fall interessant in der nächsten Folge. Sehen wie Geräte aus, die Daten aufzeichnen, wenn er... Ja, okay. Ey, diese Frau, ey, dass wir der nicht helfen können. Bewusstlos an diesem Stern. Ja, die rennt einfach raus. Keine Ahnung, ey. Auf jeden Fall, Leute, wie es hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Wir müssen auf jeden Fall hier in der nächsten Folge dieses Ding hier aktivieren, weil wir da den Strom eingeschaltet haben gerade. Und das wird verdammt interessant. Und ja, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen und erzähle es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss.